an und für sich für die Ungarn. Die Ungarn können also mit dem 0:0 wirklich zufrieden sein, denn die Schweden hatten doch einige Chancen, aber sie hatten beim Abschluss der Aktionen kein Glück. Sie waren die stärkere Mannschaft auf die gesamten 90 Minuten übertragen. Ohne dass man dennoch in diesem Spiel sehr oft vom Sitz gerissen wurde aus Begeisterung. Das war ein taktisches Spiel, der Ungarn vor allem. Sambo. Abseits. Abseitsstellung von Sandberg. Die große Matchuhr hier im Rosunda-Stadion zeigt die 43. Spielminute der zweiten Spielhälfte an. Also noch etwa 2 Minuten. Dunaj und Einwurf für die Schweden. Wenn diese Begegnung unentschieden endet, so werden die Schweden also weiterhin hier im Rosunda-Stadion ungeschlagen bleiben. Aber die Ungarn haben sicherlich den ersten wertvollen Auswärtspunkt in der Qualifikationsgruppe für die Weltmeisterschaft geholt. Sie werden damit mit 5 Punkten aus 3 Spielen vorerst klar die Tabelle anführen, vor Österreich mit 2 Punkten aus 1 Spiel. Und den Schweden mit 1 Punkt aus ebenfalls 1 Spiel. Noch 1 Minute. Sambo. Kü. Balint. Sambo. Balint. Und ein letzter Einwurf. Gocic. Es war ein letzter Einwurf für die Ungarn wahrscheinlich. Larsson. Christensen. Kü. Svensson. Fabian. Svensson. Juhaschweiß. Und Nordqvist. Larsson. Grieb. Letzte Möglichkeit für die Schweden. Geht sie. Und das Spiel ist zu Ende. Meine Damen und Herren, Schweden gegen Ungarn im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel im Rosunda-Stadion von Stockholm. 0:0. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Gute Nacht.